Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich viele Informationen für dich. Tipps, Tricks und die neuesten Informationen von Starsable, die dich wirklich, wirklich überraschen werden. Aber beginnen wir mit der Frage von Puma Kralle. Sie fragt mich, hast du noch einen zweiten Account, weil sich jemand sich für mich ausgegeben hat? Nein, ich habe keinen zweiten Account, nur den Willow Gladewood Account, den ihr ja schon alle kennt. Glaub bitte niemanden, der sowas behauptet, ich bin das nicht. Auch hier in YouTube-Kommentaren habe ich gelesen, der behauptet hat, mich zu kennen, ein Freund von mir sei. Glaubt solchen Leuten nicht, meine Freunde schreiben sowas hier nicht rein. Gut, fangen wir mit den schönen Dingen an. Oh, Starsable hat was Neues. Wenn wir auf die Seite gehen, kommt mehr zu Akuni Jovik. Dort werden jetzt alle Updates gezeigt, die in nächster Zeit kommen werden. Und das ist so, so schön. Ich glaube, es haben uns alle gewünscht. Ich weiß nicht, warum sie allgemein aus den Dingen immer so ein Geheimnis machen wollen. Wenn wir mal zu den 26. August gehen, steht da: Willkommen zu Hause, Soul Rider. Könnte es sein, dass die Soul Rider ein Clubhaus besitzen, wo sie sich treffen? Lila hat dazu eine ganz andere Theorie. Sie vermutet, dass nun endlich die Sachen zum Einsatz kommen, die wir mal von einer ganzen Weile geschenkt bekommen haben. Wie dieses Sofa hier oder die Tonne. Und damit könnten wir doch super was einrichten. Und wäre das nicht so toll, so einen Baumrunde zu haben wie bei Sims? Hältst du das für möglich oder hast du dazu eine ganz andere Theorie? Lass mich doch in den Kommentaren wissen. Oder schreib mir gerne auf Instagram. Hier auf dem Forscherbild findet sich noch ein weiteres Geheimnis. Und zwar das Pferd. Schau dir mal dessen Ohren an. Sally hat entdeckt, dass es wohl ein Spoiler ist für ein weiteres Pferd, was dazukommen soll. Ein Maravari. Diese Pferderasse hat die Ohren so zusammen. Sieht doch witzig aus, oder? Auf Wikipedia steht, dass es ein elegantes Pferd mit feinem, saligen Fell ist und mit langem Haar. Außerdem zeigt er oft einen natürlichen Passgang. Oh, so ein Pferd klingt sehr teuer. Was glaubst du? 990 Starcoins? Bestimmt, oder? Vielen Dank an Sally. Es sind noch mehr mysteriöse Ränder zugekommen. Hier stehen sie. Es sind viele, oder? Ich glaube, man kann den Namen Kana rauslesen. Bei ihr scheinen wir dann das Rennen zu bekommen. Der Name verrat leider nicht viel, aber wenn man draufklickt, steht dort bei der Starshine Ranch. Ob damit die Jovichen Westernspiele gemeint sind? Die werden hier schon mal erwähnt. Es gibt übrigens ganz neue Sticker. Den Tipp habe ich von Coco geschrieben bekommen. Sieh die mal an, die sind richtig cool, oder? Briefmarken. Man könnte doch ins Wolkenland gehen, sich so hinstellen. So, ja. Einmal steigen. Dann die Briefmarke auswählen. Die hier? Oder nein, lieber die da. Die setze ich besser vom Hintergrund ab. Dann machen wir ein Foto. Bearbeiten das Ganze ein wenig. Retuschieren da hinten die Reiter weg. Und dann hast du eine super Karte zum Verschicken. Gut, streng genommen befindet sich die Briefmarke auf der Rückseite der Karte. Und ich habe hier unten noch ein Logo hinzugefügt. Sieht doch cool aus, oder? Ich glaube, ich poste das einfach auf Instagram. Eine tolle Erinnerungskarte. Momentan kannst du die Aufgabe nicht machen, wo du bei Mary die Tiere sammeln sollst. Also mach dir nicht die Mühe, diese Suche. Die sind richtig verbuggt, die laufen nur auf der Stelle. Los, lauf schon, Schaf! Diese weigern sich einfach. Dies hat mir Annika geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, alle, die hier auf der Ranch wohnen, haben immer ein kleines Problem. Es gibt hier einfach keinen Brunnen. Du kannst zwar dein Pferd pflegen, aber dein Wasser hier nie auffüllen. Und gerade zufällig ist man einmal leer. Aber Sky hat die Lösung. Sie sagt, dass man sich mit seinem Pferd in die Stelle stellen soll. Da, wo das Glitzern ist. Dann soll man einfach den Eimer auf das Glitzern ziehen. Oh, das überrascht mich jetzt. Der Eimer ist voll. Es klappt ja wirklich. Starsable Logik halt, oder? Warte mal. Wenn die Türen Wasser geben, dann kann ich doch mein Pferd auch hier hinstellen, oder? So, Rose Princess, trink mal was. Ja, ist wohl eine technische Errungenschaft. Und vielen, vielen Dank an Sky. Ich habe diesmal selber in den Kommentaren von Starsable gestöbert, hier auf Instagram. Und da fragt eine Spielerin, ob es nun endlich Jungscharaktere kommen werden. Und Starsable antwortet wirklich darauf, dass sie das wirklich planen, aber sie auch im frühen Stadium der Entwicklung sind. Und sie stimmen ihr zu, dass es wirklich gemacht werden muss. Wir bekommen tatsächlich Jungsfiguren. Oha, das haben sich ja so viele gewünscht. Ich finde das toll. Das ist der Wahnsinn, ich freue mich darüber. Wann das kommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist alles in früher Entwicklung, schreiben die, aber sie sollen kommen. Clara hat mit ihrer Freundin was ganz Interessantes entdeckt. Hierbei, bei Wharf's Inn, hat sie oben hier an der Wand eine Nummer entdeckt. 1218. Ich bin mir so unsicher, ob es eine Quest gehört oder ob es neu ist. Kommt sie dir bekannt vor? Wie wahrscheinlich sicherlich schon viele mitbekommen haben, gibt es einen Gutscheincode von 100 Starcoins.
Diesen Code kann man aber wirklich nur einlösen, wenn man gerade Star Rider ist. Alle anderen können das nicht. Außerdem gibt es für die Nicht-Star Rider dafür einen anderen Code. 7 Tage kostenlos Star Rider mit dem Code Explore Silverglade. Ich steht hier auch alles in der Videobeschreibung drin zum Rauskopieren. Viel Spaß! Kommen wir zu den Short News. Wer schon immer mal wie ein Star leuchten möchte, kann den Trick machen von Caroline. Schau dir das Bild an. Sie sieht aus wie ein Star, oder? Sie schreibt, wenn man das Fragment des Lichtes Aliens im Rucksack hat und dann was fertigstellt, fängt man an zu leuchten. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Aida sagt, dass jetzt auch die alten Modelle der Pferde die neuen Sättel tragen können. Wer seine Freunde beeindrucken will, kann den Tipp machen von Paula. Bitte deine Freunde, sich genau hier hinzustellen, in die Mauer. Es muss aber an dieser Stelle sein. Nur hier ist sie durchlässig. Dann sollen sie ihre Kamera einmal ein wenig bewegen. Ihr Pferd wird dann einfach so aus der Mauer katapultiert und macht einen kleinen Hopser. Ich habe mich ein wenig erschrocken, wo ich das gemacht habe. Ja, obwohl ich wusste, was passiert. Simsalina ist was super Witziges passiert. Sie ist mit ihrem Pony zum Pony-Championat gegangen. Dabei passierte ihr das. Der Championat hat sich verschoben. Man fängt es viel weiter vorne an. Zum Glück habe ich auch einen Pony. Wir können es also ausprobieren. Ja, man ist einfach 2 Meter weiter vorne. Jetzt kann man ja neue Rekorde aufstellen. Und außerdem steht man auch noch über der Startlinie. Die beiden Wettbewerbsbeauftragten, Polly und Paulina, sind wirklich nachlässig, was angeht, Regeln einzuhalten. Jetzt kommen wir wieder zu den Bildern der Woche. Fiona hatte im Zirkus von Jules eine seltsame Entdeckung gemacht. Dort oben sind schwimmende Reiter. Die reiten dort irgendwie in der Luft rum. Sally hat entdeckt, dass Thomas Morland ein richtiger Pferdekenner ist. Denn er lässt sein Pferd nicht nur Züge tragen, sondern gleichzeitig auch einen Halfter. Und Judy trägt ihren Erdbeershake durch die Nase. Ein neuer Trend? Man weiß es nicht. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, kannst du hier gerne abonnieren. Donnerstag erwartet dich schon das nächste Video. Ich werde wieder 2 Videos die Woche machen, solange Ferien sind. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!